Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Es ist immer noch Samstag und wir gehen die nächsten Spiele an. Mal gucken, ob ich jetzt noch die. Wie haben wir jetzt noch? Ich glaube, 5 müssten wir jetzt noch machen, um auf die 9 am Samstag zu kommen und dann halt noch 9 für Sonntag übrig zu lassen. Mal schauen, ob ich das hinbekomme oder ob ich weniger spiele. Ich glaube, mehr werde ich nicht schaffen. Also vom Gefühl her. Aber es macht ja auch nichts. Am Sonntag habe ich normalerweise einen Tick mehr Zeit als am Samstag, von da passt es schon. So, wer braucht denn jetzt Verträge? Dembele. Ach nee, Quatsch, er ist verletzt. Ach, ich hatte mich komplett vergessen, dass ich mir eine Heilungskarte kaufen wollte. Toll. Machen wir mal. Erstmal schaue ich wie immer, ob es einen Shadow Chemistry Style gibt. Bam! Wir haben einen Shadow Chemistry Style. Sehr geil. Wir brauchen jetzt zwar erstmal nicht unbedingt einen, aber wie gesagt, es ist immer gut, den erstmal auf Lager zu haben. So. Dann schauen wir direkt nochmal nach. Manchmal hat man ja Glück. Ne? Dann holen wir uns mal Heilung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die kosten, fällt mir gerade so ein. 1000. 1000, also muss es die für weniger als 1000 geben. 1000. 950, vielleicht kriegen wir es für 800. Hallo, 500. Mein Fuß würde auch gehen, aber das wird genauso teuer sein wie alles heilen. Oh, das ist so blöd gebalanced. Wie kann man das denn bitteschön so schlecht balancen, dass ich so viel häufiger das Fuß verletzt, der Fuß verletzt wird, als das Knie oder das Bein, was ja auch entsprechend oft beansprucht wird. Das ist doch totaler Schwachsinn. Das hätte man echt mal besser programmieren können. Meiner Meinung nach. War das gerade arm? Ja. Na, hallo. Was ist denn das? Oberkörper. So, jetzt kommen wir gleich an die magische Grenze. Fuß für 800. Ich nehme es nochmal. Ich glaube, das reicht dann. Sehr schön. Zweimal Fuß für jeweils 800. Das ist halt echt total teuer. Und normalerweise würde ich halt niemals dafür Kohle ausgeben. Aber man weiß ja nicht, ob man es nicht nochmal braucht in der Weekend League. Deswegen habe ich mir direkt zweimal gekauft. So, können wir mit Dembele spielen. Fitness brauchen wir erst in der nächsten Runde. Ja, Fitness hätte ich auch direkt mal gucken können, aber egal. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich weiterhin so konzentriert spielen kann wie in den letzten Spielen und dass wir uns dementsprechend in den Spielen auch hoffentlich verdientermaßen durchsetzen. Was hast du noch? Geht das rot? Ich bin mir echt unsicher. Ich teste es mal. Ich hoffe, es ist hell genug. Beim letzten Mal habe ich es weggedrückt, aber ich hoffe mal, es ist schnell genug, hell genug. Ja, schnell genug ist das gegnerische Team. Krasser Torhüter mit Neuer natürlich. Dann Casemiro, Team of the Group Stage. Quatsch. Man of the Match-Karte drin. Aubameyang natürlich schnell, Reus schnell. Also, das ist ein sehr gutes Team. Und jetzt muss ich einfach konzentriert, keine Fehler, gut nach vorn spielen. Aufpassen, Chancen nutzen und dann sollten wir. Jetzt
zumindest eine Chance haben zu gewinnen. Ich wollte mit Vidala auch erst einen Schritt gehen, bevor ich das mache. Schade. Hat nicht ganz geklappt. Sehr gut von Sokratis. Oh, das war wieder dumm von mir, aber Gegner macht es dann auch nicht wirklich gut. Oh, da hat er ein bisschen Glück. Ah, er war halt schon zweimal gefährlich im Strafraum, gefällt mir. Der erste Pass sollte halt schon auf Dembele gehen und nicht auf Piszczek. Das war gerade wieder mal das Problem. Der Pass war zu riskant. Geil, komm, wir schießen mal ein Eigentor. Wieder ein super einfacher Pass, der von Blatten hat versaut wird und dadurch zur Ecke führt. Zum Glück gab es kein Gegentor. Das wäre so eklig gewesen. Ah, schade. Dieser macht leider keinen Abwehrfehler mit Alaba. Die Ecke nehmen wir gerne mit. Jetzt lag's leicht, das gefällt mir gar nicht. Das Ding muss man fast schon reinmachen, aber gut, Manuel Neuer. Trotzdem sehr schön rausgespielt. Ah, der Gegner Glück. Boah, das wär's gewesen, ey. Mit dem ersten Angriff, mit dem ersten Abschluss das Tor machen, wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Aber wie gesagt, nachdem Neuer diese krasse Parade hatte, ist es, denke ich, nur ausgleichende Gerechtigkeit. Wir hatten bisher wahrscheinlich auch schon die besseren Chancen. Oh, zum Glück hat er ja keine krasse Schusstäuschung oder irgend so einen Dreck eingebaut. Deswegen war es relativ einfach zu verteidigen. Okay, ganz ruhig. Also der Gegner hat in der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück gehabt, aber ansonsten können wir uns, denke ich, nicht beschweren und es läuft ganz gut. Jetzt hatten wir mal ein bisschen Glück.
Muss man ein bisschen variabler spielen, mehr durch die Mitte. Ich denke, ich mache zu viel über außen. Das klappt zwar ganz gut gegen ihn, aber wenn ich es nur mache, dann ist es zu auffällig. Ja, leider läuft halt Reus, der den Einwurf macht, erst wieder ein paar Schritte, bevor er den Einwurf macht. Hätte er den in dem Moment gemacht, wo ich ihm das sage, ohne die Schritte zu laufen, dann hätte er den auch an den Mann gebracht. Schade. Eigentlich gut gemacht von Plattenhardt. Tick zu weit der Pass. Oh. So geil, wieder zu weiter Pass. Muss mal kurz runterfahren, weil mich regen gerade diese kleinen Fehler von meinen Spielern auf, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, wieso sie die wieder machen. Oh. Hatten jetzt einige so kleine, so klitzekleine Fehler, dass die Pässe einfach zu weit gehen, dass die Pässe mal wieder nicht so gespielt werden, wie sie spielen sollen. Zum Beispiel Plattenhardt. Komplett unbedrängt, haut da ein Pass zum Torhüter raus, zum Glück neben das Tor. Wenn wir Pech haben, geht er noch ins lange Eck. Puh, deswegen muss ich hier kurz mal die Zeit mir nehmen. Ich trinke mal einen Schluck. Runterfahren. Konzentrieren und versuchen, noch weniger Risiko zu spielen. Komm schon. Ich bin meiner Meinung nach der bessere Spieler. Puh, wir müssen es jetzt aber auch zeigen. Komm, konzentriert weiterspielen. Scheiß auf diese kleinen Fehler, dafür kannst du nichts. Hatten gute Chancen im gegnerischen Strafraum, das wollen wir wiederholen. Sehr gut. Einmal leider hängen. Ball hatte sogar das eigentlich schon. Den Ball hatte Bentaleb schon. Aber egal, wir standen gut. Wir haben anständig verteidigt. Diese Ecke ist einfach nur Glück. Und dieses Tor ist natürlich absolut lucky. Er bekommt die Ecke absolut glücklich. Er bekommt das Tor geschenkt. Brauchen wir überhaupt keine Vorwürfe machen. Und wir drehen das Spiel noch. Wir sind der bessere Spieler. Wir machen jetzt hier einfach das 1-1 und dann machen wir das 2-1. Komplett geschenktes Tor. Scheiß drauf. Wie gesagt, ich habe vor der Ecke alles richtig gemacht. Und dann müsste ich versuchen zu klären, das kann ich als Vorwurf geltend machen. Ich muss versuchen, dann den Ball einfach rauszuklären. Ich habe, glaube ich, das heißt, ich glaube, ich habe versucht, den Ball rauszupassen. Das war ein Fehler. Ich hätte versuchen sollen, den einfach rauszuklären. Aber natürlich ist es trotzdem extrem glücklich, wie das Tor hier fällt.
So, jetzt können wir eigentlich sogar schon auf Wechsel gehen. Ich habe immer noch wieder, ich habe wieder vergessen, Latza auf die Bank, von der Bank, von der Reservebank auf die Bank zu setzen. So, ganz ruhig bleiben. Wir haben noch genügend Zeit für das 1-1. Wenn wir ein bisschen Glück bekommen, wie der Gegner, der ja massiv Glück hatte, dann machen wir hier auch noch ein 2-1. Ja, es ist halt niemand da, den ich anspielen kann. Was soll ich machen? Ja, der erste Pass sollte halt auch wahrscheinlich dahin gehen, deswegen muss ich dann so einen Risikopass spielen. Okay, jetzt spiele ich gerade richtig beschissen. Ich glaube, ich wechsle mal die Formation. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. War einfach nur ein Lackertor, unverdient. Und wir müssen uns einfach noch ein paar Chancen erspielen. Dürfen nicht aufgeregt sein. Ich darf nicht so dumme Fehlpässe spielen. War ein guter Pass, war ein guter Pass. Das Tor hat er gut rausgespielt, kann ich leider nichts gegen sagen. Kann ich, denke ich, auch nicht besser verteidigen, war einfach gut rausgespielt. Aber ist halt schade, dass er jetzt das Spiel gewinnt aufgrund des ersten Lackertors, weil ich würde schon sagen, dass ich vorher der beste Spieler war. Schade, aber es musste ja irgendwann so kommen, dass es mal wieder ein geschenktes Spiel für den Gegner gibt. Schon wieder geht der Pass zum falschen Spieler. Natürlich. Aubameyang rennt einfach durch. Oh, was für ein geschenktes Scheißspiel. Geht einfach nur mit diesem ersten Dreckstor los, wo er die Ecke zu 100% geschenkt bekommt. Dann muss ich den Ball halt rausklären und darf nicht so blöd versuchen, ihn rauszupassen. Also das ist halt einfach der Reflex, den man sich bei FIFA 17 angewöhnt.
Und dann wird der Gegner hier niemals so spielen, aber gut. Selber schuld, sage ich da nur. Am Ende gewinnt der Gegner natürlich verdient. Aber es hätte nicht so kommen müssen. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Eine Niederlage, die nicht sein muss. Am Ende, wie gesagt, so wie sie geschehen ist, also so wie sie ins Laufen kommt, absolut glücklich für den Gegner. Ich war definitiv in der ersten Hälfte der bessere Spieler und am Ende aber trotzdem verdient. Ich hätte die Situation nach der Ecke besser klären müssen. Also war das 1-0 meine Schuld und dann habe ich halt weiter aufgemacht, logischerweise, weil ich schon relativ spät im Spiel war und dadurch hat er es dann geschafft, mit Aubameyang relativ gut mich auszukontern und das war dann gut ausgespielt und am Ende verdient er leider den Sieg, auch wenn es ein glücklicher Sieg ist, der nicht hätte sein müssen aufgrund des ersten Tores. Und natürlich auch der Chancen, die ich vorher gegen ihn hatte. Ah nein, fuck. Ich habe vergessen, meine Fitness zu regenerieren. Okay, ein relativ schwaches Team. Er hat Ramos in der Innenverteidigung, 89er. Dafür aber noch 80er, 81er im Team. Also ein sehr merkwürdiges, unausgewogenes Team. So, jetzt konzentrieren. Neues Spiel, neues Glück. Wir lernen aus unseren Fehlern. In solchen kniffligen Situationen muss ich mir einfach versuchen, wieder anzugewöhnen, das Ganze rauszuklären, den Ball. Das war mein Fehler im Endeffekt. Dann gibt es auch das 1-0 nicht. Es war trotzdem ein glückliches 1-0. Also brauchen wir nicht drüber reden. Es ist trotzdem einfach nur Luck gewesen, dass er da überhaupt zur Ecke kommt. Plus. Boah, krasser Pass von Stindl. Leider nimmt ihn dann Piszczek merkwürdig an. Oh, den Ball haben wir doch nur eigentlich auch schon. Waren wieder dran mit Vidal. Zum Glück gab es da kein Tor. Weil, wie gesagt, wir waren wieder mehrmals dran. Ich sag ja, Stindl gewinnt ständig die Kopfballduelle, aber er knallt die dann irgendwo hin, keine Ahnung. Krass, dass das Ding kommt. Muss ich wahrscheinlich hochspielen. Tick zu spät. 1-1. Eigentlich gelb, meiner Meinung nach. Aber kann man auch als taktisches Foul durchgehen lassen. Von daher finde ich es nicht wirklich schlimm. Er wäre relativ durch gewesen. Gut, anstrengen, konzentrieren, die eigene Überlegenheit ausspielen. Ich meine, wir haben auf jeder Position, außer in der Innenverteidigung, da hat er ja auch einen guten Spieler, aber sonst haben wir auf jeder Position den besseren Spieler. Sehr schön. Oh, schade. Darf da nicht so durchrennen können mit Ben Idair. Also,
müssen wir einfach eher Zugriff bekommen. Ich mache es ihm entweder gerade zu leicht, er spielt super gut oder wir haben hier einfach mega Pech. Eins von dreien. Schöner Pass. Keine Ahnung, wo er da hinspielen will. Ich wollte natürlich nicht auf Schießen drücken. Puh, also ich weiß nicht, ob ich echt einfach nur unkonzentriert bin oder was hier gerade los ist. Es ist sehr komisch auf jeden Fall. Glück. Da haben wir natürlich Glück, wie der Ball durchkommt. Er war schön getunnelt. Okay, wir haben gerade massiv Glück mit den zweiten Bällen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Schade. Schön vorbeigesetzt mit Reus. Letztes Mal vorsetzen war zu viel. Aber egal, wir brauchen einfach nur ruhig bleiben, dann gewinnen wir hier noch. Das heißt noch, es steht 0-0. Was für ein ultra schwacher Pass von Müller. Schön gemacht von Piszczek. Bin absolut unzufrieden, aber so richtig, richtig krass unzufrieden. Ich werde mal eine andere Formation probieren. Ich probiere mal 4-3-2-1, vielleicht habe ich da mehr Glück. Aber das geht überhaupt nicht, wie es da gerade läuft. Richtig, richtig scheiße. So, dass es mich echt, also ich habe echt zu tun, dass es mich nicht aufregt. So beschissen, wie das hier gerade läuft. Wieder das Pech gehabt, dass wir eigentlich durch waren, ich aber bevor die Situation eingetreten ist, dass ich durch bin, mich dazu entschlossen habe, die Schusstäuschung in den Stand zu machen, weil wenn der Typ einfach weitergerannt wäre, hätte er mich halt eingeholt. Und das war halt der Fehler, also das ist halt einfach auch so ein bisschen Pech, würde ich sagen. Der Pass von Müller einfach viel zu kurz. Ich verstehe nicht, warum man den so kurz spielt. Schon wieder so ein kurzer Pass. Das meine ich halt. Was soll ich da anders machen? Ich verstehe es gerade nicht. Aber egal, das ist jetzt da einfach eine Probe meiner Konzentration und meines Spielwillens. Wenn ich dranbleibe, kann ich auch in der letzten Minute noch ein Tor schießen.
Ja, gegen Ramos, wie soll ich mich da durchsetzen? Oh, Vidal hatte den Ball eigentlich schon. Tunnelt. Es war kein Elfmeter. Ich drehe durch. Ey. Oh, trägt da auch noch so ein Torgeschenk. Warum, 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 warum? Ich weiß es nicht. Fuck you, ey. Jetzt bin ich echt wieder an dem Punkt, wo ich es glaube ich nicht mehr schaffe, ruhig zu bleiben. Wo es einfach wieder so beschissen läuft. Reus hat gerade im Strafraum von allein den Ball durchgelassen und nach hinten gelegt. Dadurch geht kein anderer mehr an den Ball ran im Strafraum, weil die denken, dass der Fokus oder die Ballkontrolle bei Reus liegt. Und deswegen lassen die den durchlaufen. Ich weiß nicht, warum ihr das gemacht habt. Habe ich auch noch nie gesehen. Oder ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Seit dem letzten Spiel habe ich das Gefühl, es wird einfach schön verschenkt hier. Verstehe es einfach nicht. Wir haben die ganze Zeit so brillant gespielt. Wir waren einfach konzentriert. Wir haben wirklich gut gespielt. Und jetzt verstehe ich wieder nicht, was abgeht. Ich muss ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben. Stindl braucht wieder zu lange für die Ballkontrolle. Es war anstrengend, es war lucky, aber da ging dann auch noch Elfmeter geschossen, von daher egal. So, jetzt machen wir das Ding weiter hier. Konzentrieren. Komm schon, es kann funktionieren. Los jetzt, häng dich rein. Verdammt nochmal. Häng dich einfach rein. Häng dich einfach rein. Komm schon.
Häng dich einfach rein. Keine Fehler mehr, keine blöden Elfmeter. Fuck! Sehr gut von Pisscheck. Oh, schade. Aber egal, egal, egal. Wir sind jetzt moralisch auf jeden Fall vor dem Gegner. Deswegen einfach dranbleiben, dran glauben. Dann können wir das schaffen. Schade, dass wir jetzt drei Offensiven gebracht haben. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt lieber Stindl noch von drin und einen Bruma im Mittelfeld. Aber naja, ich musste halt unbedingt versuchen, die Offensive zu verbessern. Deswegen passt es schon. Er bringt natürlich Aubameyang, na, alles klar. Interessant, dass er da so ein schwaches Team hat. Und noch Aubameyang auf der Bank, aber wahrscheinlich ist das Regenerationsteam. Interessant, dass es nicht als Foul gewertet wurde. Oh, wieder funktioniert's nicht. Er war sogar noch abgefälscht. Und ich denke, geil, er landet direkt bei Vidal und dann landet er natürlich sonst wo. Sehr gut von Piszczek. Dass das kein Abseits ist. Und wieder ein Lackertor. Halt doch dein Maul, ey. Was ist denn hier los? Oh, schenk mir doch am besten noch eins. Komm schon, wir machen jetzt noch eins. Komm, wir spielen wieder eins raus. Wenn der Gegner sich halt eins lag. Das war halt diesmal einfach. Da konnte ich also gar nichts machen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Schade, wenn ich da den Ball treffe. Wieder hat der Gegner Glück. Wenn ich jetzt wegen zwei solchen Toren verliere, ey, das ist zum Kotzen. Da habe ich so eine Moral bewiesen und dann werde ich wieder bestraft, weil er einen total lächerlichen Abpraller bekommt. Wann kriegt man denn mal so einen Abpraller, dass der Torhüter dann noch eine Stunde da liegt?
Schön vorgelegt, plattenhart. Habe übrigens auch nicht auf Vorlegen gedrückt, ne? Komm schon, mach das Ding rein. Komm schon. Geil, wie langsam mein Plattenhaut ist. Kann mir keinen Einbruch ausführen. Oh, ist das geil. Kann nichts machen. So ein Scheißdrecks. Oh, fuck! Eine Scheißdrecksniederlage, ey. Genau wie die letzte. Geile Aufnahme. Natürlich habe ich Man of the Match. Was sonst? Also, man sieht, man kann noch so. Es ist eigentlich. Ich meine, es ist auch vorher klar. Man kann noch so konzentriert spielen, wie man will. Am Ende kann es halt trotzdem einen unverdienten Drecks-Scheiß-Sieg geben für den Gegner. Der Sieg, er hat ja auch mehr geschossen und so, kommt einem, wenn man jetzt die Statistik anguckt, gar nicht so unverdient vor. Aber wenn man halt auch sieht, wie die Tore zustande kommen, wäre, denke ich, ein Unentschieden absolut verdient gewesen. Scheiße, Mann. Wieder die ganze geile Statistik kaputt gemacht. Danke, vielen, vielen Dank. Ich denke, ich werde jetzt noch eine Aufnahme machen und werde gucken, wenn es nach dem einen Spiel dann beschissen läuft, breche ich es wahrscheinlich ab. Wenn es nach dem einen Spiel ganz gut läuft, dann mache ich wahrscheinlich wieder eine Doppelaufnahme und das war's dann für heute. Dann mache ich halt 10 Spiele am Sonntag. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis.